Servus Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Medieval 2 Total War Stainless Steel, der größten Medieval 2 Modifikation, die es jemals gab und geben wird, mit Ralf und Max. Wir sind in der Schlacht um Dijon, eine Ausfallschlacht. Deswegen war ich jetzt am Ende des letzten Parts so gedrängt, weil ich mich hier nicht wirklich aufstellen kann. Richtig, ein bisschen unter Zeitdruck. Und ich durfte mich gar nicht verabschieden. Du wirst es überleben. Und wenn nicht, dann werde ich es halt nicht überleben. Wirst du es halt nicht überleben, genau so ist es. Dann explodiert halt mein Kopf. Ja, genau. Da kann man nichts machen. Ah, okay, Angriff. Attacke! Alter! Ja, das sind die Panzerritter. Ich glaub's auch. Ja, die sind ziemlich heftig. Scheiße, Mann, was geht denn ab? Das gibt's doch nicht, Mann, das sind Speerträger gegen Reiter. Ja. Der erste Charge hat gesessen und da war er noch bergab, also. Ja, gut. Trotzdem einfach. Ja, jetzt pendelt sich's allmählich wieder ein. Naja. Nee, jetzt verlieren sie nicht mehr so krass. Ja, die flackern halt, aber die verlieren auch nicht krass. Das ist auch so eine dämliche Eigenschaft von Medieval, dass die Zahlen flackern, auch wenn gar nichts passiert. Ja, gar nichts passiert. Du hast jetzt in den letzten paar Sekunden 20 Leute verloren wieder. Gott, das ist Krieg. Sieht sehr gut für uns aus. Siehst du? Ja, gut, weil die Leute 4 Truppen nur hatten und du 7. So, jetzt werde ich mich erstmal hier um die Zwangsbogenschützen kümmern mit meinem General. Gnade Herr! Wir haben die Hälfte unserer Männer verloren. Ja, passiert, ne? Ein bisschen erschwund ist immer. Na genau. Hey, unsere Leute sterben wie die Fliegen. Ah, was? Das kommt dir nicht vor. Ja, dafür machen sie aus den Zwangsbogenschützen Hackfleisch. Ja gut, die Zwangsbogenschützen sind Hackfleisch. Hackfleisch in Menschenform. Der Sieg ist so gut wie sicher. Bei dem einen Bataillon. Fickt euch. Wie sind die jetzt da rausgekommen? Er hat die Hälfte seiner Männer verloren. Ja, er wird gleich noch seinen Kopf verlieren. Okay, meine Truppen fliehen zum Großteil. Vor allem, er kämpft im anhaltenden Nahkampf gegen meine Speerträger. Es ist ihm einfach scheißegal. Ja. Ich fürchte, diese Schlacht werde ich verlieren. Das ist mal echt krass. Na, da siehst du mal, dieser erste Charge, der war richtig vernichtend. Ja. Jetzt hoffe ich, dass mein General noch was reißen kann. Ja, das könnte jetzt noch relativ nützlich sein. Der feindliche General ist tot. Jawohl. Wir haben den Hund zur Hölle geschickt. Na gut. Das ist wichtig. Sehr schön, jetzt fliehen die. Ja. Fehlt aber auch wirklich alles von ihm. Ich fürchte nicht. Nee. Gut, die Zwangsbogenschützen. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so, so weitermachen, Öde Borel ist tot. Schmetten wir den Feind. Öde Borel. Ah, jetzt sind auch die anderen Leute wieder in die Schlacht zurückgekehrt und haben neuen Mut gefasst. Sie sind zurückgekehrt, um ihre Aufgabe zu vollenden. So, und da ist jetzt ein so ein Bataillon zurück in die Stadt gelaufen und ich komme nicht rein. Ja. Ist natürlich ein bisschen scheiße gelaufen. So, nimmt sie auseinander, los. Dann müsste es doch eigentlich... Nein, da ist irgendwas in der Stadt drinnen, das ich jetzt aber irgendwie nicht sehe. Ist doch nicht. Hä? Siehst du die? Wir müssten eigentlich direkt dahinter... Ah, da! Ja, aber die fliehen doch. Irgendwas flieht noch nicht. Was ist das hier? General, theoretisch. Boah, lass mich mal ranzoomen hier. Ja, aber der flieht doch. Nee, tut er nicht. Hat noch ein bisschen Leute überritten wahrscheinlich. Erst bis gerade eben ist er noch geflohen.
Ich glaub's auch. Er tötet 5 Leute. Das ist schon brutal. Na, wirklich gut ist die Sperrmiliz nicht. Wenn wir so weitermachen, zerschmettern wir den Feind. Ja, schick halt den General auch noch hin. Ja, er kämpft ja gerade noch gegen irgendwas anderes da. Nö, er kämpft gerade gegen Vorhang. Das wäre ihm schwer zu tun. Okay. Aber irgendwas ist da ja noch. Unser feiger Feind flieht. Der Sieg ist unser. Alter. Auch auf Messers Schneide. Das war wirklich auf Messers Schneide. Jo, das hat ganz schön wehgetan. Na gut, es kommt halt davon, wenn man nur Scheißtruppen hat. Da sieht man mal wieder, der Ralf tut sich am Anfang deutlich leichter durch seine bessere Sperrmiliz. Dieses Land gehört euch, Monroe. Ja, Dijon ist nun französisch. So, der König der Dänen ist tot. Sein Pech aber auch. So, neue Mission. Annektiert die Rebellensiedlung Almaidia. Ja gut, das hatte ich ja ohnehin vor. Eure Befehle, edler Herr. Da. Mit Gottes und eurem Segen ziehen wir in die Schlacht. Natürlich. Aber der hat natürlich wieder irgendwas dazu gespawnt bekommen. Nee, da stand nur eine Rebellenarmee daneben, die sich jetzt reingesetzt hat. Ja gut, das kann auch sein. Ja, mein Herr. So, jetzt sind beide Ketzer in Syrakus. Ja. Ich gehe wieder an Land. Ich kann heute nicht mehr weiter. Hesslaff. Wen verdächtigt? Das sieht gut aus. Und das hier, der wird auf jeden Fall, dein Konvertierter da, der wird auf jeden Fall ein harter Brocken werden. Ja. Sonst hast du gleich einen dritten Ketzer da rumlaufen mit 50 Milliarden Sternen. Das wäre mal sehr geil, ja. Zurück an Land, Männer! Ja, abrücken! Na, schauen wir mal, wo er noch hinkommt. Wo er nirgends. Ja. Da zum Fisch. 38 gut, na immerhin. Ist doch schon mal ist zumindest schon mal mehr als da hinten das Salz für oder was war das? Nee, Zucker war das. 22. Ja, das ist halt, weil du es direkt vor der Haustür hast. Deswegen. Ja, klar. Oh, Eisen. Das klingt doch gut. Toll, da kommt er erst in 2 Runden hin. Weiter gehe ich heute nicht. Gut. Die Mission haben wir. Rundenbericht sieht gut aus. Das bauen wir gerade nichts, was mir nicht gut gefällt. Da hauen wir doch gleich mal einen Bogner rein. Und bilden die städtische Sperrmiliz fort. Beduineninfanterie. Naja, vom Angriff her sind die gar nicht so schlecht. Verteidigung ist halt nicht herausragend. Sie haben keine Rüstung. Ja, gut. Qualität durchschnittlich. Oh. Geringe Moral. Ja, gut. Aber immerhin ist es Schwertinfanterie. Beziehungsweise Säbel vielleicht. Wahrscheinlich eher. Ja. Säbel sind ja Schwerter. Da werde ich dann mal auf jeden Fall schauen, dass ich ein Leder... Ja gut, aber erstmal mache ich hier den Bogner fertig. Und dann schaue ich, dass ich da einen Ledergerber reinbekomme, weil die werden bestimmt Lederrüstungen schon tragen. Dort baue ich das Logging Camp. In Palermo baue ich gerade auch nichts. Bruckner. Ja, oder ich schon. Ne, die Minen sind ja auch nichts wert. Das haben wir ja schon mal festgestellt, oder? Echt, war das nicht woanders? Ne, es war in Palermo. Ja. Okay. Das Bakehouse kannst du bauen. Ganz links unten. Das könnte ich machen. Oh, erhöht Bevölkerungswachstum um 1%. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja, Baguette ist halt beliebt, überall auf der Welt. Die hier fortbilden. Ja, Rüstung vielleicht. Das kann sein. Oder Erfahrung. Erfahrungsrang. Das kann. Ja. Das wird sein, schätze ich. Oh, da könnte ich auch noch städtische Sperrmiliz machen. Könntest du tun. Oder ein Kaufmann. Nein, ich glaube nicht. Oder einen Ketzer ausbilden. Gebt den Befehl. Oder King Ruggero. Männer, wir marschieren! Ich glaube, ich mache hier echt jetzt noch eine Galeere, damit ich bisschen flexibler bin, was meine Truppenbewegungen angeht. Erteilt mir einen Befehl. Und das. Na, komm schon. Ja, genau so. So. Der Prinz. Pont de Poitiers.
Gönner Fleury the Bastard. Ja, er ist Scholar. Scholar meine ich natürlich. Aha, den nehme ich. So, der Dänenkönig ist tot. Beendet die Feindschaft. Euer Ansehen passt so deutlich la. I think we'll get fucked this. Senior. Krieg. Genau, ja, Krieg. Das ist jetzt genau das, was ich tun sollte. Wobei der natürlich, der sollte eigentlich nicht so gute Truppen haben. Ja, ich wusste, dass diese Fluchtspeerträger, was haben denn die eigentlich für Werte? Okay, das sind scheiße. Naja, gut, wie gut ist deine Speermiliz? Genauso scheiße. Bam, 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 aber ich bilde sie trotzdem aus, mangels Alternativen. So, in Dijon kann ich jetzt mal Befehle? Fortbildung machen. Er wünscht, mon roi. Ah, ist sich genau ausgegangen. Witzig. Ja. Dann werden wir hier eine angemessene Anbetungsstätte für den Herrn bauen, bevor der Papst sich wieder beschwert. So. Tampon de Portier schicken wir nach Metz zum Aufpassen. Wir rasten hier, Mann. Da ist eher einer drin. Der Prinz Gérard sogar. Prinz Gérard, stimmt. Prinz Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, genau. Dann schicke ich ihn halt nach Angers oder nach Clermont sitzt er. Sitzt auch ein Befehl. Dann schicke ich ihn nach Angers. Ah, das ätzt mich jetzt schon ganz schön an, muss ich ehrlicherweise sagen. Glaube ich dir gerne. Aber du könntest ja mal Antwerpen ansteuern. Mit wem? Mit ihm zum Beispiel. Ja, und mit wem verteidige ich dann Angers oder Rennes? Ja, gut. Wenn der jetzt sich entscheidet, sie anzugreifen. Das stimmt allerdings. Weißt du was, ich troll ihn. Baufestigungen, genau. Befehle? Komm, ihn schicken wir noch rein, dann haben wir eine Fullstack-Armee. Ah, Bauernmiliz. Ja, natürlich. Sofort ausbilden. So. Wie gut sind eigentlich die Speerträger da? Na, ich hab schon gesagt, die sind ein bisschen besser als wie die Speermiliz. War auch nicht wirklich viel besser. Ich setze weiterhin da auf die leichten Berufssoldaten und auf die serganten Speerträger. Ja, das klingt vernünftig. Aber davon habe ich halt nur jeweils ein Bataillon. Aber dafür habe ich noch Panzerritter. Wir haben gesehen, was die anrichten können. Das stimmt. Gerade bei billiger Infanterie. Und gegen Fleury-Speerträger. Fleury-Speerträger. Bei ihm könnte ich eigentlich auf Antwerpen schicken. So viel sitzt da jetzt auch nicht drin. Aber dafür relativ gute. Flämische Pikeniere, scheiße. Speerträger-Serganten, ja. Egal, aber du hast Zwangsbogenschützenkrieg. Ja, 28, wow. Super. Oh, magnifik. Ja. So magnifik finde ich das zwar nicht. Warum denn nicht? Ja, mehr kann ich ja nichts bauen, oder ist das schon gewachsen? Nee. Das wird noch ein bisschen dauern. Dann bin ich schon wieder fertig. Ist irgendwie langweilig oder so? Nee, ich bin echt fertig irgendwie. Ich habe in letzter Zeit nicht viel geschlafen. Ja, gestern unser Besuch im Legoland, der war sehr ermüdend. Ja, das auch. Oh scheiße, ich muss eigentlich noch diplomatische Beziehungen mit den Papststaaten aufnehmen, fällt mir gerade ein. Stimmt allerdings, ja. Das habe ich jetzt vergessen, erinnere mich daran. Was soll das denn? Herrscher mit der Prinzessin verheiraten, das würde nämlich ein Bündnis machen. Ja, dann. Und ich will noch Karteninformationen. Ja, wieder sehr schweigsam, die nordischen Leute. Ja, da freut sich dein Herrscher, wenn die Prinzessin schweigsam ist. Es gibt nichts Besseres als eine Frau, die einfach die Klappe hält. Ja, natürlich. Ausgezeichnet. So, Rundenbericht, klassisch, Baubericht.
In Neapel ist die Kirche fertig. Und die Leute sterben mir wieder. Ja. Ah nee, Quatsch, das ist die Armee vom King Ruggiero. Da waren einfach allgemein die Leute ein bisschen angeschlagen. Die hätte ich vielleicht vorher schon fortbilden sollen. Kannst du ja jetzt zusammenlegen und dann fortbilden. Stimmt allerdings. Wie war das nochmal? Steuerung und... Nee, einfach alles markieren und dann M. Okay. Wem stehe ich gegenüber? Ja. Zack. Ja, passt. Ja. Ausgezeichnet. Da kann ich auch noch eins rein rekrutieren. Kostet ja nix. Das Problem, wie lautet es? Keine Sorge. Er weiß. Naja, ihr werdet mein mir Herr? Für eure Kompetenz. Wen verdächtigt ihr, mein Herr? Gottes Gerechtigkeit. Ah. Jawoll. Ah. Es geht wieder los. Ja, endlich. So, Nicolo der Unorthodox ist nun ein Servant of God. Sehr schön. Und Czeslaw, die Wurzel des Bösen, wurde hingerichtet. Sehr schön. Sehr gut. Ja, und sobald ich dann auf Alfonso de Mazara marschiere, wird er einknicken. Ich bin Gottes Diener. Er hier sollte, finde ich, mal zum Kardinal gemacht werden, dafür, dass er die Mauren bekehrt. Ja, es gibt eh einen Bericht vom Papst. Marschiert! Allerdings. Kardinal stirbt. Manuel the Unorthodox aus Portugal. Manuel aus Portugal. Genau. Ist nicht mehr. Das ist die Fußnote der Geschichte. Der hatte auch versucht, die Mauren zu bekehren. Ja. Er war nämlich hier gestanden. Tja, vielleicht wurde er dabei getötet. Das kann natürlich sein. So, Kingdom of Leon und das Moorisch-Kalifat sind nun im Krieg. Und Bündnis zwischen Königreich Aragon und Leon und Frankreich und Novgorod. Sehr schön. Ein sehr gutes Bündnis, wie ich finde. So, Krieg! Krieg! So, in Palermo ist die Fortbildung abgeschlossen, ebenso in Tunis und in Neapel haben wir die Galeere rekrutiert, die King Ruggiero wahrscheinlich hier nach den Korsika schicken wird. Ah, scheiße. War der Genuaner schneller? Ich würde sagen, das gibt mal Krieg! Ja, den nehmen wir dann von zwei Seiten auseinander. Na, auf jeden Fall. Ich freue mich schon drauf. Wir wünschen euch eine einzige Einheit städtische Sperrmiliz steht. Los, King Ruggiero. Er kommt nicht hin. Verdammt. Da kommt man gar nicht hin, wo der steht. Na toll. Er nennt uns ein Schlachtfeld. Wir werden kommen und kämpfen. Verzeihung? Du hast du noch Wasser, das du dir jederzeit einschenken kannst? Ah, sehr gut. Ich danke vielmals. Vor deinen Rachen austrocknet. Das mache ich doch. So, möchtest... Wobei, das hätte ich vielleicht mal in deiner Runde machen sollen. Ja. Aber ich glaube, ich bin soweit. Ah, in Bari wollte ich noch gucken, was ich da bauen kann. Auf jeden Fall das Garnisonsquartier. Wofür denn? Okay. Das ist ja jetzt eine Stadt. Dann machen Markt. Ja. So sehe ich das mal auch. Oder eine kleine Kirche. Ja, okay, Katholizismus sieht eh gut aus. Nee, ich bleib beim Markt erstmal. Gut, weil dann werde ich nämlich noch, wenn du die Runde beendest, werde ich jetzt noch schnell das mit Dingens machen, mit den Papststaaten. So, alles klar. Alphonse de Montpierre soll sich verpissen. So. Ja. Eieiei, Hochzeitsfeierlichkeiten. Ah, King Louis the Lazy und Preda Slava Carpet. Ja, das kennen wir ja schon. Ursprünglich Novgorodski. Ah, das ist wieder typisch für Louis the Lazy, dass er sich einfach irgendeine Prinzessin krallt, die auf ihn zugelaufen kommt und Handelsrechte will. Och ja, wenn sie schon da ist, bietet sich ja an. Das kennen wir bereits. Kardinal stirbt. Beziehungsbericht. Ha, Republic of Novgorod perfect und Papa ist jetzt sehr gut. Und Beziehungen zum Holy Roman Empire verbessert. Sehr interessant. Warum war das nicht im selben Bericht drin? Man weiß es nicht. So. Rom. Ist mir eine Ehre. Kann ich etwas für euch tun, edler Herr? Mir scheint, wir haben eine Übereinkunft. Ihr habt weitere Vorschläge? Wir hören zu. Nein? Ah. Nein? Es gibt noch so etwas, worüber ihr reden möchtet? Hey, sehr großzügig. Beinahe. Aber gerade abgelehnt, Bündnis wollen sie also nicht. Sicher hören wir zu. Ich sehe hier kein Problem. So sei es. So, zu den Papststaaten muss man immer nett sein. Prioritäten unbekannt. Aha. Stärke potent. Ja, das glaube ich, der Papst hat wahrscheinlich so total einen fetten Hodensack. Natürlich. Wegen der Enthaltsamkeit natürlich.
So, dann werde ich ihn jetzt hier mal zum Byzantinischen Reich weiterschicken. Hier stoppe ich, Senior. Mission erfolgreich. Glückwunsch, es ist euch gelungen, eine diplomatische Beziehung zu diesem Volk aufzubauen. Der Rat bewundert die Leichtigkeit, mit der ihr Diplomatie betreibt. Und du hast zwei Koggen bekommen. In eurer Hauptstadt? Ja, Koggen sind Schiffe. Aber Toulouse ist trotzdem nicht meine Hauptstadt. Bereit zum Segeln. Wahrscheinlich in der Hafenstadt, die deiner Hauptstadt am nächsten ist. Ja, das wäre Rennes. Hat das einen Hafen? Ja, klar. Da. Ja, Fischerdorf. Fishing Village? ja. Oui, Senior. Bereit zum Segeln. Bye, bye, denn. Aber bye, bye, denn heißt jetzt leider auch für uns, denn wir sind mit diesem Part schon wieder am Ende und hoffen natürlich ganz stark, dass ihr beim nächsten Mal wieder zuschaut, wenn es wieder heißt, Ralf. Let's play together Medieval 2 Total War Stainless Steel mit Ralf und Max, der wahrscheinlich größten Medieval 2 Modifikation, die es jemals gab und geben wird. Bis dahin, ciao, Leute. Ciao.